So, also. Soll ich alles mitnehmen oder nur den Schrott? Alles, ne? So, mal ganz kurz gucken. Wie viel? 0,5, 0,5, 0,5, genau. Die ganzen Mods wiegen alle 0,5. Das heißt tatsächlich, es macht mehr Sinn, einfach diese ganzen schon, also diese Einzelteile mitzunehmen, anstatt die ganzen Zutaten zu sammeln. Aluminiumkanister zum Beispiel hat ein Gewicht von 3 für 2 Aluminium. Du brauchst Aluminium, um diese Sachen zu craften. Und wenn es schon fertig gecraftet ist, dann gibt es nur 0,5. Genau das habe ich gemeint. Ich glaube, ich nehme einfach mal alles. Wie viel trage ich jetzt insgesamt? Nur 1400. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Wir müssen uns hier, also ich darf mich jetzt nur mit den 1400 da hinten hinschleppen. Scheiße. Das wird ein Spaß. Dogmeat hat etwas gefunden. Ja. Schön. Muss ich denn eigentlich langlaufen? Warte mal. Daten. Nee, Karte. Da oben, Nuka World Red Rocket. Da muss ich hinlatschen. Das wird ein Spaß. Ding läuft nicht mehr, oder? Nuka World Radio? Nee, das hat er ja gesagt. Das läuft nicht mehr. Da läuft nur noch Stille. Schade. Gut, dann würde ich sagen, darf ich mich da jetzt hinschleppen und wir sehen uns dann gleich wieder. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwas passiert. Ich lasse die Aufnahme trotzdem weiterlaufen. Und ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt, wie ich mich da hinschleppe. Ja, das wird ein Spaß. Dann bis gleich. Yay. 1400 Pfund. Das sind Pfund, ne? Statt mal in irgendeinem Ladescreen, glaube ich. Dass es Pfund sind, also dass irgendwas Pfund wiegt. Statt mal in irgendeinem Ladescreen. So, ich halte die Schnauze. Wir sehen uns gleich wieder. 6 Stunden später. Die Red Rocket. Die Nuka World Red Rocket. Die einzige Basis im gesamten, ja, Nuka World Bereich. Ich weiß immer noch nicht, wo genau Nuka World eigentlich ist, ne? Also, so wie Farber eben in Maine und Commonwealth ist Boston. Aber wo ist Nuka World? Weiß ich mir noch nicht. Ich wusste es mal tatsächlich nicht, aber ich habe es wieder vergessen. Oder ich glaube, ich habe mal irgendwas gehört. So, was schießt denn hier? Also das ignorieren wir jetzt mal. Ich will diese komische Siedlung aktivieren. Wo ist denn das? Ich überhaupt richtig. Da, genau. Da, die Werkbank. Du kannst jetzt die Werkstatt von Nuka World Red Rocket benutzen. Ah, endlich. Ja, Bethesda. Es macht immer noch Sinn, dass man dafür das Hauptspiel durchspielen muss. Den DLC durchspielen muss. Ja. So, erstmal gesamten Schrott lagern. So. Meine Munition. 308er, 38er, 44er, 2 mm, 5 mm, 5,56 mm. Alien Blaster, Brennstoff, Fusionskerne, Fusionszellen. Alles weg. Damit sind wir noch bei 770. Die ganzen Mods, alle weg. Alle weg. Diverses. Gehen wir mal nach Gewicht. Zigarettenkarton. Wozu? Verstehe ich nicht. Haarklammerbox. Was? Hilfsmittel. Behalte ich mal. Cowboyhut. Gage's Eyepatch, Gage's Rüstung, ich habe Logan, Dingster, Nuka World Raketenanzug, Nuka World Hampton Jeans, Oswald Zylinder, Overboss Power, da bla 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 bla. Overboss Power Torso. Nee. Raumanzug, Kostüm, schwarzer Cowboyhut, Ushanka, Western, 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 Western. Lederarm. Rodelarmschienending, wozu auch immer ich das aufgesammelt habe. Da. Schwert der Wunder.
Die Plasmagranaten, Molotov Cocktail, Ryo, Mine, Pulsmine, Pulsgranaten, Alien Blaster, Durstlöscher, ja, Situs glänzender Schläger auch weg. Der weg, Atommine. Ist ein Revolver? Splittermine? 44er? Hätte ich eigentlich auch kaputt machen können. 497 bin ich immer noch. Ah, verdammt, was wiegt denn da so viel? 497. Ja, wahrscheinlich hier das hier. Die ganzen Nuka-Colas. Weißt du was, das kann ich eigentlich komplett wegmachen. Mais, Lego ein bisschen Klingenkorn. So, erstmal Stimpack, dann speichern und dann bauen wir hier ein bisschen was auf. Was wir brauchen, ist ein Versorger. Das ist das Wichtigste erstmal. Wir brauchen erstmal einen Versorger. Das heißt, da wir wahrscheinlich nicht die Ressourcen haben, um einen Generator und dann einen Radio Beacon zu bauen, also so einen Sender zu bauen. Und außerdem ich nicht auf einen blöden Ding warten will. Guck mal, ich kann einfach NPCs platzieren. Tatsächlich. Ich kann einfach NPCs platzieren. Wie zum Beispiel Siedler. Ja, ich kann einfach. Zum Beispiel, aber dafür brauche ich Keramik. Das habe ich gar nicht. Fuck. Na gut. Crafting. Robotics. Genau. Das ist auch wieder so ein riesiges Gebiet, ha? Huh? Ich stelle die jetzt erstmal hier hin, wo die genau hinkommt, können wir uns dann später überlegen. Das ist auch wieder so ein riesiges Gebiet, echt. So klein ist das nicht. Ist doch relativ. Es ist echt groß. Wow. Also bei den DLCs hat Bethesda echt gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen einfach die größten DLCs, die größten Gebiete für Dinge, die wir machen können. Die vielen Komponenten für einen Automaton. Gummi, Schaltkreise, Keramik, Aluminium, Kleber. Ah, großartig. Kann ich nicht bauen? Ne, die fehlen Komponenten für ein Automaton. Verdammt. Ach, fuck. Und ich dachte schon, ich könnte jetzt einfach. Aber nein.
Ist hier wenigstens irgendwas Interessantes, irgendwas Gutes, irgendwas Nützliches? Vielleicht gibt es hier schon ein paar Sachen oder sowas. Wahrscheinlich nicht. Mir mache ich was vor. Guck mal, hier ist ein Brief. Ah, den kann ich nicht lesen. Ah, ein Safe. Vielleicht ist da was drin. Wer weiß, ne? Vielleicht sind da ja übelst viele Ressourcen. Obwohl, nee, ich habe es ja als Suchen markiert. Oder zum Suchen markiert. Ich müsste jetzt theoretisch ins Kaumwurf gehen. Irgendwie zum Landhaus an der Küste oder so. Was war das denn? Und da einen Siedler als Versorger abstempeln. Ja. Ah, toll. Jetzt haben wir hier eine Siedlung und dann kann ich hier nichts bauen, weil mir die Ressourcen fehlen. Großartig. Ich habe gedacht, ich könnte einfach einen Roboter bauen. Und ihn als Versorger abstempeln. Also einfach einen Versorger als einen Roboter als Versorger hintun. Aber nee, ich muss jetzt erstmal. Ach, so ein Scheiß. Okay, vielleicht kann ich einen NPC herbeizaubern. Vielleicht geht das. Irgendwas, das Müll, das Keramik bringt, vielleicht. Irgendwas. Stahl. Was ist das denn? Was? Schlammbohne, aha. Ja, zumindest gibt's hier was zu essen. Oh, so ein Scheiß. Das reicht nicht für einen Generator, oder? Oder kann ich vielleicht irgendwie einen NPC bauen, der nichts kostet? Das ist ja von der Mod ja alles klar, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir sind schon so am Ende vom Spiel. Entweder das heißt warten oder wir bauen sofort was. Ich könnte ein Mr. Handy bauen, oder? Nein, da fehlen mir die Sachen. Scheiße. Süd. Mir fehlen die Ressourcen für den ganzen Quark. Ach so, ein Kack. Händler? Hey, das würde funktionieren. Counts against Settler. Nimmt Eckers Garden Defense Settlement. Ach, fuck. Ah, genau, die bewegen sich, glaube ich, auch gar nicht, ne? Also, die bewegen sich schon, aber sie. Also nicht, wenn es nicht angegriffen wird. Ich könnte sie nur als. Tatsächlich nur als Ding benutzen. Also, ich könnte die irgendwo hinstellen, dann würden die da stehen bleiben. Wenn die Siedlung angegriffen wird, dann sind sie halt eine Wache. Aber ansonsten kann man die nicht benutzen. Power. Generator. Okay, Keramik 1, Gummi 2. Kriege ich auch kein Keramik raus. Blöd. Vielleicht ist da ja was drin. Wer weiß. Vielleicht hat Bethesda ja so weit gedacht und hat gesagt, da sind jetzt Katzen. Das war Dogmeat. Glaube ich.
Sachen da stehlen. Das war Dogmeat, glaube ich. Eilig verfasster Brief. Diese verdammten Raider, sie haben Nukavolt eingenommen wie die Händler und die Händler vertrieben oder versklavt. Ich muss hier weg, das wird zu gefährlich. Aber die Katzen kann ich unmöglich mitnehmen. Wenn du das liest und einen sicheren Ort kennst, sorg dafür, dass Luna und Katana in ein gutes Zuhause kommen. Oh, hallo Luna und Katana, ich kann euch leider nicht mitnehmen, ne? Würde ich gerne, ich würde sie gerne in meine Siedlung mitnehmen oder sowas. Luna und Katana. Das wär's. Ja. Dann viel Spaß. Ihr werdet wahrscheinlich verhungern, weil ich euch nicht mitnehmen kann. Ist das Brad Burton? Da muss ich mich umgucken. Nukavolt Radiosignal gefunden. Oder laufen die Katzen mir jetzt nach? Nein. Kochplatte. Könnte eventuell nützlich sein. Provisorische Batterie. Serpentin. Eigentlich ist hier recht viel. Also zumindest die Anfänge könnte man damit. Also man kann zumindest einen Generator bauen, glaube ich, wenn man hier alles verschrottet. Dann müsste das reichen für einen Generator. Also die Batterie zum Beispiel. Woraus besteht die? Ja gut, Blei, Holz, Säure. Das ist nicht unbedingt das, was ich brauchen würde. Keramik, Stahl. Immerhin. Ja, immerhin. Also den Schrott kann man auf dem Boden kann man normalerweise nicht wegmachen. Das ist mir schon klar. Da habe ich ja eine Mod für drauf. Ein Glück. Da ist nämlich überall Aluminium auf dem Boden. Cheaten wir mal so ein bisschen. Nehmen wir das doppelt einlagern. Na, da ging doch gerade eben was. So.
reicht das jetzt für einen Generator? Genau, da, da, da. Und. Okay. Das heißt, es müsste auch NPCs, Settlers, Standard-Settler, Standard-Settler, Female-Only, Male-Only, Super-Mutant-Settler. Ach, drei Siedler werden gerufen. Female-Only, Male-Only, ist mir scheißegal. So. Die werden gerufen. Die kommen dann irgendwo, ich weiß nicht wie oder wo. Weiß ich genau, wie das funktioniert. Die werden gerufen und ich muss sie dann der Siedlung erst zuteilen, bevor sie kommen. Bevor ich sie benutzen kann. Also es sind einfach NPCs, die dann hier spawnen. Ich weiß noch nicht genau, wo. Oder ob ich das erst einschalten muss, oder... Ah! Click to call settlers. Eins, zwei und... drei. Okay. So, dann haben wir drei Siedler. Eigentlich brauche ich nur einen. Und die muss ich jetzt noch der Siedlung zuweisen. So, das Ding kann ich verwerten. Sehr schön. Und dann bewegen, genau. Da, 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 da. Nuka World Red Rocket als neues Zuhause festlegen. Nuka World Red Rocket als neues Zuhause festlegen. Und Nuka World Red Rocket als neues Zuhause festlegen. So, dann brauchen wir einen Versorger. Du, du bist die Versorgerin. Ich weiß nicht wohin, aber was weiß ich, Grey Garden oder sowas. So, damit wären wir verbunden mit dem Rest des Kammwerfs. Das wäre also erledigt. Dann brauchen wir, was brauchen wir noch? Ich habe keine Ahnung, was ich mit euch beiden mache. Was weiß ich, jemanden, der sich ums Essen kümmert. Keine Ahnung. Da. Essen. Und du? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich mit euch mache. Ich weiß auch nicht, wohin ihr geht, aber ihr seid hier, ne? Ja, genau, 30, 300. Gut. Das heißt, ich muss hier jetzt erstmal Schutz aufbauen. Was ist das denn? Das ist sehr geil. Scheinwerfer Wand montiert. Das ist der von... genau, von Automatron. VR Defender Turret. Blue Laser Bubble Turret. Red Laser Bubble Turret. Machine Gun Bubble Turret. Die könntest du ja theoretisch als Wachen abstellen. Aber eigentlich brauche ich sie nicht. Eigentlich brauche ich die beiden hier nicht. Wo sind sie jetzt schon wieder hin? Huch. Sind die gegangen? Hallo? Wo sind die hin? Ich habe das Gefühl, die sind hier jetzt irgendwie rausgegangen. Oder? Tatsächlich, da hinten ist er hingegangen. Was soll das denn? Also der eine müsste doch hier arbeiten an dem Essen. Den habe ich doch hier hinten zugeteilt. Was zur Hölle? Ich bin verwirrt. Was soll, ey? Okay, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Gibt's jetzt neue vorgefertigte Häuser? Ja, weil ich habe ja Mods drauf, die immer neue Sachen hinzufügen. Kleidungsstruktur, Cubes, Türen, Pre-War Build, War Building. Aha. Das ist doch nicht Vorkrieg. Das ist doch nicht Vorkrieg. Was war das so? Das ist doch alles nicht Vorkrieg.
Was zur Hölle? Nee, scheinbar nicht. Na egal. Ich habe jetzt keinen Nerv, irgendwas Großartiges zu bauen. Irgendwas hier? Nee, auch nicht. Das fungiert nämlich auch als Bett. Da brauche ich hier kein Bett aufstellen. Für die beiden Idioten, die sich aus dem Staub gemacht haben. Da ist wieder einer. So, einer aber auch, ey. Weißt du was? Ich brauche dich hier nicht. Du kannst, was weiß ich, in die Hangman's Alley. Ja, tschüss. Ich brauche dich hier nicht. Wo ist der andere? Wo ist dein Kollege? Ich habe keine Ahnung, wo die sind, ey. Also der eine ist jetzt hier, der andere hat sich wahrscheinlich wieder aus dem Staub gemacht. Ne? Der steht jetzt bestimmt wieder da vorne rum. Ja, da vorne steht er. Das gibt's doch nicht. Naja, was soll's. So. Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn ich... Das muss ich jetzt mal testen. Experimental Items, was haben wir hier? Water. Was? Bath. Wasserbad. Vielleicht wie die Badewanne. Robots. Assaultron, iBot, Mr. Handy, Protectron, Robobrain, Robos. Synths. Genesis 2 Synths und Gen 1 Synths. Okay. Finde ich auch sehr schön, dass ich die nicht einfach kostenlos bauen kann, sondern dass ich dafür Ressourcen brauche. Bisschen nervig, aber. Gut. Guards. Brothers of Steel Soldier, Brothers of Steel PA Soldier, Child of Atom Guard, Zealot, DC Security Raider, Raider. Die kosten Kronkorken. Das macht Sinn. Und zwar nicht wenig, 5000. Alter. Ach, PA heißt Power Armor, okay. Triggerman, Institute Corsair. Was? Marine? Vault-Tec Security. Okay. Abraxo T51. Was? Sugar Bomb T51. Nuka-Cola T51. Nuka-Cola Quantum X01. Wim T51. Wim Refresh Hot Rodder. Alter, was ist denn das alles hier? Ach, die ganzen... Ja, die ganzen Power-Armor. Als Wachen. Also NPCs, die Power-Armor tragen, als Wachen. Das wird mir das leichter machen, einfach mal Bruderschaften aus dem Posten zu bauen. Ich sehe den Charakter immer noch als erstes als Bruderschaftsmitglied an. Das heißt, ich kann hier eigentlich Bruderschaftswachen aufstellen. Die müsste ich einfach nur... Ja, die würden dann hier einfach rumstehen, aber... Ich sag's mal so, es ist besser als irgendwelche anderen Leute anzustempeln als Wache. Finde ich jetzt zumindest. Acts as a guard and defense as a man. Ich weiß gar nicht, ob die da einfach nur rumstehen oder ob die sich auch bewegen. Ich probiere das einfach mal aus. Ich stelle die einfach mal hier hin. Oder so. Weiß nicht. Oder hier hin. Einfach mal so zum Testen. Wenn die nur rumsteht, dann steht sie halt einfach nur da rum. Aber... Okay, sie steht nur rum. Oder? Weiß ich nicht.
Bruderschaft. Ich stell die einfach mal so hin. So. Okay. Ja, das, ja, sie sind quasi ein Gegenstand. Also die Waffen sind dann einfach quasi ein Gegenstand. Dann packe ich den hier einfach hin und dann, ja. Steht die da. Ist nicht schön, aber... Produziert auch nur 6. Nicht zugewiesen. Was soll das heißen, nicht zugewiesen? Ich kann die ja nicht zuweisen. Naja, produziert 6 Verteidigung. Ist, ja... Ist eine nette Idee, aber irgendwie nutzlos, wenn ich mit Geschützen... Möge der Fall des Instituts eine Lektion für jeden sein, der es sich anmaßt, an unserer Menschlichkeit herumzuforschen. Ja, was immer so ist. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte, genau. Jetzt wird wahrscheinlich sowieso alles wieder rausgeschnitten, ne? Ich brauche ein Bett, in dem ich auch schlafen kann. Und ich brauche Wasserversorgung. Stelle ich denn das Bett eigentlich hin dann? Wo im Bruderschaftsbett, ey? Ja, ein Coca-Cola-Bett, warum nicht? Passt doch. Stell ich das einfach hier rein. So. Tables, Desks, Display, Shelves, Bathroom. Warten. Ah ja, Crafting. War das nicht bei Crafting? Ach, das war bei Ressourcen, ne? Wasser. Jetzt. Dirty Water Pump. Was soll ich mit einer schmutzigen Wasser? Das verstehe ich nicht. Was soll ich mit einer schmutzigen Wasserpumpe? Vielleicht für eine Siedlung, die irgendwie nicht ganz so toll ist oder sowas in der Art, ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, gut, man könnte dann theoretisch eine Siedlung bauen, die runtergekommen ist. Oder eine Siedlung bauen, die eben nur Zugang hat zu dreckigem Wasser und keinem sauberen Wasser. Theoretisch, wenn man das so will. Ist ja Teil von der Mod. Finde ich eigentlich ganz nett. Also die Option zu haben. Boah, warum nicht? So. Refilling Mist. Rainwater. Water Pump. Was ist das denn? Nebelkondensator. Öl. Klar. Ich brauche hier so ein riesiges Ölding hin, ne? Das hat immer Öl puppt. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich brauche Öl. Ach, hier ist sogar ein Feld bestellt. Guck mal einer an. Interessant. Also die Basics sind da. Würde mich nicht wundern, wenn hier nicht auch irgendwo eine Wasserpumpe rumstehen würde oder sowas in der Art. Obwohl, nee, da stand ja die ganze Zeit Wasser 0. Also von dem her. Handelskarawanenposten. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob die was bringen, wenn ich die hier aufstelle. Also ich weiß nicht, ob die in Verhaber was gebracht haben, aber ich stelle den jetzt einfach mal hier auf. Sieht schön aus, wenn es schon nichts bringt. Oh ja. Raider Resources. Tributstruhe. Ja, das wären dann so die Sachen, die man bauen könnte, wenn man einen Außenposten als Raider übernommen hätte.
Was ja auch nicht schlecht ist, aber es ist halt... Man müsste halt seine eigenen Sachen dafür eingreifen und das sehe ich nicht ein. Einfach mal 119 von den Dingern hab. Okay. Ulmensetzling. So, ich habe eine Wasserpumpe. Ich habe die ganzen Wassersachen und sowas. Dann gucke ich noch mal ganz kurz nach, ob hier noch irgendwelche Flaschen, also ob ich da irgendwelche Flaschen reingetan habe. Wahrscheinlich schon. Und dann fülle ich die alle auf und dann gehe ich pennen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder in der nächsten Folge, je nachdem, wie ich da Bock habe. Waren das Schrott, ne? Bierflasche. Da, 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 da. Eigentlich kann ich schon lange Schluss machen. Aber. Ich will nicht die Aufnahme ausmachen, für den Fall, dass noch irgendwas passiert. Man weiß ja nie. Das hatte ich schon öfter. Ich glaube, ich bin an irgendwelchen Flaschen vorbeigegangen. Nee, doch nicht. So, ich habe die Basics mal so ein bisschen aufgebaut, das heißt Wasserpumpe, ein bisschen was zu essen, Bett. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Nuka World, denn ich mache jetzt nämlich Schluss, ich muss ihn noch schneiden. Und dann gucken wir uns mal ja, die restlichen Sachen an. Wir müssen noch die Abfüllanlage angucken. Da waren nämlich ein versperrte Bereich, in den wir jetzt rein können, weil wir ja den Hauptstrom eingestellt haben. Im Safari Adventures war, glaube ich, nichts mit dem Hauptstrom, aber ich könnte mich auch irren. So oder so müssen wir da sowieso hin, das heißt, wir müssen sowieso nochmal in jedes Gebiet rein, glaube ich, um die ganzen Corki-Sachen zu suchen und die ganzen Medaillons. Und ich glaube, hier befindet sich die Stadt Redburton und da gucken wir auch noch rein. Ich glaube, das machen wir als erstes. So, wir sehen uns aber auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession, zumindest hoffe ich das. Bis dahin, ciao, ich gehe jetzt pennen. Es wird nämlich Zeit. So, bin ich schon ganz müde. Na, gute Nacht.